Sind Jahre später. So, Moin Peace, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück auf diesem YouTube-Channel. Heute, wie ihr es im Hintergrund seht, soll es mal um ein Con-Bike gehen. Ich sehe das auf Kamera immer nicht so gut, deswegen drehe ich mich immer wieder mal um. Um das Con-Bike gehen. Ich möchte heute ein bisschen Aufbereitung machen, ein bisschen Politur, ein bisschen dies, ein bisschen das. Dann möchte ich vorne noch eventuell das Licht abschrauben, beziehungsweise mal gucken, das Kabel abzumachen. Und halt wie gesagt, ein bisschen Aufbereitung, das hat überall so ein bisschen Rost. Reifen habe ich schon umgesteckt, das war das erste, weil ich das Mercury ausschreiben wollte. Mit anderen Reifen, weil da waren wirklich noch Top-Reifen drauf. Kann ich euch gleich mal auf die Frontkamera zeigen. Genau. Ja, eigentlich ist es nicht so ein teures Fahrrad, sondern eher so ein billigeres werden. Es hat halt keine Federung, es hat hinten keine Federung, es hat vorne keine Federung. Ist nicht so beliebt, ist nicht so gut. Aber ich denke mal, das wird ein Fahrrad, das werde ich mal ausschreiben für 28 oder 32 Euro. Wenn es weggeht für 25, soll es weggehen. Ich habe es geschenkt bekommen, deswegen habe ich sowas auch schon wieder an der Backe kleben. Ich habe von dem Mann zwei Geschenke bekommen. Grüße gehen raus, falls er es sehen sollte, aber der hat ja meinen Kanalname nicht. Genau, wie gesagt, ich möchte jetzt hier eine Aufbereitung machen, möchte das Ding ein bisschen polieren, hat so ein bisschen ein paar Rostmacken und so ein bisschen ja, Macken halt drin und es soll ein bisschen schöner aussehen. Für den Verkauf ist immer gut, wenn ein Fahrrad gut aussieht, wenn es nicht komplett abgeranzt ist, das sehen die Leute nicht so gern, dann kann es auch immer wieder mal sein, ein bisschen Politur einfach drauf. Wenn Politur drauf ist, das Fahrrad sich gut anfühlt, gerade für Kinder, dann sagen die Kinder doch meistens, ja, ich will's. So. Ganz einfach. Gut, hat dann vorne keine Federung. Aber das Wheelie, Dinger, man kann mit dem Ding solche Wheelies ziehen. Ja, genau. Genau. Ich schalte mich mal kurz auf die Frontkamera, dann zeige ich euch so ein paar Macken. Genau. Genau, Leute, übrigens, die Reifen waren auf dem drauf. Die sind jetzt auf dem Merry Christmas drauf. Sind fast neuwertige Reifen. Halt nicht so schön, aber guckt euch das Fahrrad einfach an. Boom. Ist geil. So, gucken wir mal hier, sehen wir hier solche Rostflecken, das ist nicht so schön. Dann hier haben wir so ein paar Mäckchen drin. Hier sowas. Das hier wollte ich eigentlich irgendwie gucken, abmachen, aber geht halt nicht ab. Das sieht ein bisschen scheiße aus, ist für so ein Dynamo eigentlich, aber ist egal. Dann hier die Macke probieren rauszumachen. Ja, genau. Wie gesagt, Licht mal gucken. Besser mache ich es ganz ab. Muss ich mal schauen. Vielleicht lasse ich es auch einfach dran und mache den Stecker hier unten ab. Den Stecker hier unten muss man eigentlich nur abziehen. Und ich muss noch nach der Bremse gucken. Das Ding bremst nämlich kaum, wenn es am Boden steht. Aber ich will jetzt auch nicht so viel rumquatschen. Sonst ist es wieder so ein richtig langes Video und ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf ständig nur lange Videos. Wie gesagt, die Reifen hier sind halt komplett nichts mehr. Also vorne geht's noch, aber hinten nicht mehr so gut. Ständer auch noch dran. Der wackelt auch. Mal gucken. Ja, seht ihr auf jeden Fall. So, ich poliere das Ding jetzt mal. Ich mache da einen Zeitraffer für euch rein. Und dann gucke ich hinten nach der Bremse. Poliere erstmal, gucke nach der Bremse hinten, mache Licht vorne und dann weg. Tschüss. Also, Zeit drauf läuft. Thank you.
bin fertig mit dem Fahrrad, soweit. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen mit Wasser da draußen noch mal ein bisschen die Reifen beziehungsweise die Felgen ein bisschen sauber machen. Genau. Genau. Ich habe jetzt alles gemacht, Bremse und sowas. Funktioniert alles auf der Bühne. Wenn es auf der Bühne meistens funktioniert, muss es auch so funktionieren. Genau. Also Leute, lasst mir gerne einen Däumchen hoch da. Abo, wer es noch nicht gemacht hat. Wäre sehr, sehr geil, wenn wir dieses Jahr noch die 300 Abos knacken könnten. Und guckt auf jeden Fall mal bei Marcy Performance vorbei. Knackt da jetzt endlich mal die 50 Abonnenten. Das wäre richtig, richtig crazy. Genau. Däumchen, Abo und Peace.